Der Lehrgang Gestalt im Handwerk richtet sich besonders an Handwerker, die eine neue Herausforderung suchen und die einfach in der Lage sein möchten, auf ihre Kunden einzugehen, indem sie auch verschiedene kreative Ansätze darstellen. Im Lehrgang sind wir natürlich darauf fokussiert, auch neue Kunden zu gewinnen, die alle Designtrends und Materialtrends kennen und denen wir diese natürlich auch vorstellen können müssen. Mein Name ist Iris Kunzmann, ich bin Raumausstattermeisterin. Ich wollte eben noch ein bisschen in die Gestaltung reingehen, dass ich da mehr bieten kann, auch den Kunden zeigen kann und das dann auch umsetzen und nicht nur was Vorgegebenes fertigen kann, sondern eben selber noch Input bringen. Im Studiengang haben wir 28 Fächer. Das sind von Ergonomie bis CAD. Farblehre ist dabei und ein bisschen Layout auch, wie ich mir jetzt zum Beispiel einen Flyer gestalte. Von Darstellungstechnik bis Urheberrecht. Im Teil 2 geht es dann in den 3D-Bereich, also dann auch wirklich schon in Modellbau und CAD-Zeichnen. Im Grunde alles, was man braucht, wenn man als Handwerker kreative Techniken zeigen möchte. Das Wichtigste ist, dass jemand neue Impulse in seinem Beruf sucht und auch bereit ist, neue Wege zu gehen. Wir haben Ofenbauer, Metallbauer, Schreiner natürlich, Raumausstatter, aber auch Elektriker. Ich finde es eigentlich sehr von Vorteil, dass wir verschiedene Gewerke haben. Man ist ja hier, um mehr zu lernen, und dann ist es immer toll, wenn noch jemand aus einem anderen Gewerk dabei ist, der dir dann auch, wenn du was gestaltest und weißt, du möchtest zum Beispiel Metall verwenden, hast es bisher aber noch nicht gemacht, dass derjenige dir dann auch dabei helfen kann. Der Aufbau des Lehrgangs ist eng verzahnt, um praktisches und theoretisches Wissen zu vereinigen. Was ich bisher gelernt habe, konnte ich am besten bis in der Beratung umsetzen. Wenn es dann um Polstermöbel geht, um die Inneneinrichtung, ist das ganz gut, wenn man den Kunden dann auch erklären kann, was zusammenpasst oder dass jetzt eine sehr kräftige Farbe in großen Mengen nicht so vorteilhaft ist. Der Kurs hier, der ist eigentlich sehr zu empfehlen für jeden, der wirklich ein bisschen weiterkommen möchte. Zum Thema Gestaltung eben. Mir macht Spaß, ich komme gerne her.